Besonderer Termin für den FC Augsburg. Die Profis besuchen das Unternehmen von Namensgeber SGL in Meitingen. Die Mannschaft präsentiert sich hautnah den Mitarbeitern. Eine Aktion, die auf beiden Seiten gut ankommt. Ich persönlich finde es ja schön, dass man so eine Sponsoren besucht und so ein Unternehmen hier. Für uns Spieler eine tolle Angelegenheit und natürlich auch für die Leute, die hier sind. Wir schreiben Autogramme, die Leute können sich mit uns unterhalten, wir führen nette Gespräche. Ich denke, es ist für beide Seiten sehr positiv und eine schöne Geschichte. Einer der Garanten für den guten Saisonstart des FCA ist André Hahn. Der 23-Jährige wurde im vergangenen Winter von den Offenbacher Kickers verpflichtet. Im Eiltempo schaffte Hahn den Sprung aus der dritten Liga ins Fußball-Oberhaus. Manchmal kann er es selbst kaum glauben. Ja, natürlich, das ist Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass es so schnell geht. Ich freue mich, dass es so schnell geklappt hat, ganz klar. Aber geglaubt hätte ich jetzt ehrlich gesagt so nicht dran. Ich muss mich schon noch kneifen, ja. Aber es ist sehr schön und ich gebe alles und freue mich, dass es auch so positiv überall ankommt. Alles geben will der FCA nun auch im schweren Auswärtsspiel beim FC Schalke 04. Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Der Last-Minute-Punkt gegen Gladbach gibt aber Selbstvertrauen. Wir fahren dahin mit dem Vorhaben, eben Schalke nicht an uns vorbeizulassen in der Tabelle. Wir wollen, wenn es geht, gewinnen. Ist auch klar, dass wir alles dafür tun werden. Wir wissen, dass wir stark sind, wenn wir 100% bringen. Wir wissen aber auch, dass Schalke 04 Champions League-Teilnehmer ist, dass Schalke 04 ein Champions League reifen Kader hat und dementsprechend stark sein wird und alles daran setzen wird, eben gegen uns die 3 Punkte zu holen, und da werden wir uns dagegen wehren. Dass der FCA durchaus in der Lage ist, die Großen zu ärgern, konnte man bei den Spielen gegen Stuttgart und Gladbach sehen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt für Senkrechtstarter Hahn auf der Hand. Wir sind einfach ein Team, wir haben eine Menge Teamgeist, wir kämpfen, wir fighten, wir machen alles und das ist gemeinsam und ich denke, das ist sehr wichtig. Man sieht es auf dem Platz, dass wir einfach eine Mannschaft sind und alle zusammenhalten und auch die Zuschauer stehen super hinter uns. Das ist natürlich sehr schön und gibt uns nochmal neue Kraft. Kampf und Leidenschaft gepaart mit der Unterstützung der Fans. Nun soll es also auch auf Schalke mit Punkten klappen.